Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer brandneuen Ausgabe unseres Stallchecks hier bei Pferdewetten.de TV. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute aus dem wunderschönen Köln im Rennstall Andreas Löwe begrüßen zu dürfen. Und die Rennsaison hat mittlerweile ihre Halbzeit erreicht und der Trainer hat für uns schon jetzt einmal ein Resümee über 2011 gezogen und uns aber auch seine Hoffnungen, Wünsche und Steckenpferde verraten. Folge sind das Salz in der Suppe. Und von solchen Erfolgen kann der Trainer Andreas Löwe einige verzeichnen. Doch gibt es in diesem Jahr noch mehr zu feiern, nämlich gleich zwei Jubiläen. So entdeckte der 68-Jährige vor genau 50 Jahren seine Leidenschaft für den Pferderennsport und ist seit mittlerweile 30 Jahren aktiver Trainer und das mit Leib und Seele. Der Anfang war also extrem glücklich und der erste Sieg, den ich in Köln hatte, war gleich ein Gruppensieg und auch gleich mit einer Stute. Das war im Deutschen Stutenpreis in Hannover. Und das gleiche Rennen haben wir dann im nächsten Jahr mit der Schwester dieses Pferdes gewonnen. Aber dennoch war es also doch wirklich mit vielen Schweißperlen und Ängsten und großem Arbeitsaufwand verbunden, das Ganze dann fortzuführen. Doch der Aufwand sollte sich lohnen, denn so kann der Trainer heutzutage auf zahlreiche große Erfolge zurückblicken. Und einige davon sind ihm ganz besonders in Erinnerung geblieben. Der erste klassische Sieg mit Sylvester Lady, das war damals auch das erste Mal, dass es als Gruppe 1 Rennen gelaufen war. Das war also auch vom Umfeld her, die Sylvester Lady war ein Tombola-Gewinn. Das war schon eigentlich so das eins der interessantesten Erlebnisse. Und sehr häufig und gerne denke ich zum Beispiel auch zurück an Protektor, der über viele Jahre unseren Stall eigentlich hochgebracht hat und immer wieder uns in den Fokus gestellt hat. Und solche Pferde mehr, die sind genauso in Erinnerung geblieben. Und um eben solche Erfolge immer wieder zu erzielen, weiß Trainer Löwe um die Relevanz eines eingespielten Teams. Dabei setzt er zurzeit auf seinen ersten Stalljockey Andreas Helfenbein sowie den Futtermeister Paul Johnson und weitere wichtige Stützen. Eine Frau allerdings, die bereits seit 30 Jahren mit dem Trainer gemeinsam durch dick und dünn geht, ist Anne Löwe. Das ist eine ganz wichtige Person bei uns. Sie ist ja schließlich auch da, wenn es mal nicht läuft und wenn ich mal deprimiert sein sollte oder wenn man sich beraten muss, dann zieht man sich so als altes, eingespieltes Team dann gern zurück. Und es ist auch so, dass man zwar ein routiniertes Auge hat, aber es kommt schon vor, dass man sich dann gemeinsam mal ein Pferd ansieht. Und was meinst du und was meinst du? Das braucht aber gar nicht viel Worte, wenn man so lange zusammenarbeitet. Also es ist schon wichtig und sehr angenehm. Fehlen nur noch mit die wichtigsten im Team, die Rennpferde natürlich. Von diesen trainiert Andreas Löwe pro Saison immer zwischen 48 und maximal 53. Ziel ist natürlich immer ein Sieg. Doch hat das bislang 2011 schon geklappt? Andreas Löwe resümiert. Es fehlt noch ein bisschen an Anzahl von Siegen. Von der Gewinnsumme her liegen wir ganz gut. Und wir haben schon ein klassisches Rennen gewonnen, wir haben ein Grupperennen gewonnen, wir haben Listerennen schon gewonnen. Also das ist bisher aufgegangen. Dass allerdings noch einige Rennen folgen werden, in denen die Pferde aus dem Rennstall Löwe die Nase vorne haben, da ist sich der Trainer sicher. Ich habe das Glück, dass wir eigentlich überwiegend junge Pferde haben, sodass also jedes Pferd eigentlich auch noch eine Hoffnung ist. Also bei kaum einem Pferd haben wir alles schon gesehen. Wie sieht es denn bei den Älteren aus? Wer hat denn da das Potenzial noch nicht ausgeschöpft? Wer ist potenzieller Seriensieger? Ja, potenzieller Seriensieger, wie gesagt, Daring Sovereign, der hat schon zwei Rennen gewonnen, dieses Jahr bei zwei Starts. Und da kann ich mir vorstellen, dass der sich noch ziemlich entwickeln wird. Hm. Weil er schon mit 3 Jahren, hat er Probleme mit seinem eigenen Temperament gehabt und da war es ratsam, ihm dieses anzutun. Er fühlt sich aber sehr wohl dabei und ist ruhig und gelassen geworden. Und ich glaube, dass da noch einiges zu erwarten ist. Mhm. Einer, der noch Hengst ist, ist Amaron. Er hat sich bei den Zweijährigen sehr stark herauskristallisiert. Wie charakterisieren Sie dieses Rennpferd?
Also er ist so, wie wir ihn eigentlich am ersten Tag schon auf der Auktion gesehen haben, relativ weit entwickelt, ein frühes Pferd. Ich glaube aber, dass die Entwicklung trotzdem noch lange nicht abgeschlossen sein wird und dass wir auch dreijährig mit ihm noch einiges erleben werden. Immer vorausgesetzt, toi toi toi, hoffentlich passiert mit seiner Gesundheit nichts und all dem drumherum. Und ich charakterisiere ihn als sehr starken, auch mental starkes Pferd mit eigentlich fast allen Qualitäten, die ein Rennpferd braucht. Aber auch einige andere Zweijährige konnten schon ihre Spuren hinterlassen und haben sich in der letzten Zeit sehr gut angeboten. World's Flash, das ist ein selbstgezogenes Pferd des Besitzers, der sehr früh vielleicht schon im Kölner Auktionsrennen laufen wird. Dann hat sich ein Zweijähriges sehr gut gemacht, das ist Compact Storm. Der wird vielleicht, genau wie Don Orlando, der sich sehr gut entwickelt hat, im Dortmunder Auktionsrennen laufen. Und dann haben diese Pferde auch alle noch Nennungen im Preis des Winterfavoriten. Aber auch beim weiblichen Geschlecht hat der Trainer Andreas Löwe einige Vollblüter dabei, die schon jetzt darauf hindeuten, dass sie Siegerpotenzial haben. Bei den Stuten ist es so, dass Capitala schon sehr gut gelaufen ist in Frankreich. Oder Rosie Thomas, die stammt ab von Dylan Thomas, deswegen hat sie diesen Namen. Für die Winterkönigin ist für mich so ein bisschen im Moment mein Favorit. Dann ist auch eine Zweijährige Lady of Badisin, die ist die Schwester von Lukas Kranach, der dieses Jahr auch als Rennpferd wirklich schon sehr aufgefallen ist, positiv. Und noch zwei oder andere mehr. Sie haben jetzt gerade schon die Stuten angesprochen, Ihre eigentlichen Steckenpferde, wenn man das so sagen will. Was ist Ihr Geheimnis? Warum können Sie mit Stuten so gut? Die Geschichte, also erstmal, ja, Sie wollen ja eine vernünftige Antwort. Das fällt schwer, weil ich immer wieder gefragt werde und jedes Mal versuche ich da eine andere Nuance reinzubringen. Aber das kann ich jetzt nicht mehr, weil das zu oft vorkommt. So muss ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen. Eigentlich setzt sich unser Stall zusammen mit Ausnahmen aus gekauften Pferden. Und selten wird bei uns ganz viel Geld ausgegeben. Und immer war es so, dass die Käufer unbedingt einen Hengst haben wollten. Also der Hengst war scheinbar das Größte. Und so war die Stute eigentlich für mich immer eher einfach im Zielbereich, weil wir nicht so viel Geld ausgeben. Und außerdem kann man sie dann nach der Karriere viel besser vermarkten als einen Hengst. Sodass ich also mich also eigentlich immer auf Stuten fokussiert habe, weil die einfach eher zu haben waren. Und so kam es, dass wir so nach und nach mehr Stuten in den Stall bekamen und auch mehr Erfolge mit Stuten hatten. Und dann wurde rückgefolgert, der Löwe, der ist ein ganz besonders guter Stutentrainer. Freut mich auch, ist auch ein Kompliment, eigentlich. Sodass also die Geschichte da ein bisschen zwei Seiten hat. Aber ich trainiere gerne Stuten, das muss ich schon sagen. Und das kam auch Lips Poison zugute. Eine Stute, die von sich reden machte und vom Trainer regelmäßig extra Streicheleinheiten bekommt. Lips Poison hat mit Kampfgeiz und Herz, das kann man sagen, die 1000 Guinness gewonnen. Das war schon sehenswert und ich gucke es mir auch immer noch gerne an, wie sie auf der Zielgeraden ohne Rücksicht auf eigene Verluste zwischen Pferd und Hecke durchbrach, um dann zu gewinnen. Das war einfach imposant und dafür wird es auch jeden Tag einmal speziell gestreichelt, weil mir das immer noch imponiert. Sie wird jetzt erstmal ein kleines Rennen bekommen. Wir waren nach diesem Sieg in den 1000 Guinness waren wir zu euphorisch und haben sie in einem Gruppe 2 Rennen gegen ältere Hengste laufen lassen. Das ging dann nicht, obwohl sie gut gelaufen war. Aber jetzt wollen wir erst ein kleineres Rennen geben und dann soll sie in Doncaster in einem Gruppe 3 Rennen laufen. Und während Lips Poison noch ein wenig verschnaufen kann, was die großen Rennen angeht, hat die Stute Jumama gerade einen überzeugenden Start im Stutenderby gehabt. Ein sicherer Einlauf auf dem zweiten Platz im Preis der Diana ist für den Trainer zwar eine große Freude, jedoch keine Überraschung.
Du, Mama ist ein sehr gesundes Pferd. Sie hat ein sehr gesundes Interieur. Sie frisst gut, sie hat gute Nerven, sie ist sehr stabil. Auch Gott sei Dank, die Beine sind sehr gesund und sie ist wirklich belastbar. Sie hat aber trotzdem, keine leichten Rennen gehabt bisher, das war ja also auch nicht unbedingt ein Puppenspiel. Aber trotzdem ist sie wieder in bester Kondition und sieht fantastisch aus. So dass ich also darf einfach deswegen schon einfach Vertrauen zu ihr habe. Nichtsdestotrotz bleibt es auch für einen erfahrenen Trainer bei solchen großen Rennen auch nach über 30 Jahren immer wieder spannend. Man wird natürlich ruhiger im Laufe der Jahre, was dieses anbelangt. Aber wenn die letzten 24 Stunden anbrechen, dann geht auch da nichts mehr. Dann wird auch alles hektisch. Doch ist solch ein Rennen erst einmal geschafft, die Aufregung vergangen und die Ruhe kehrt ein, bleibt besonders nur noch eines. Ich verspüre dann oft auch eine große Dankbarkeit, wenn sich die Pferde so entwickeln und mitmachen. Und wenn man gerade bei jungen Pferden, auch bei Zweijährigen besonders, da merkt man diese jugendliche Euphorie, die wollen ja rennen, die wollen ja schnell sein, die wollen ja gut sein, die wollen ja gewinnen, die wollen ja eigentlich, wollen sie einem nur jeden Gefallen tun. Und das ist schon auch eine große Dankbarkeit, die man da empfindet. Aus Köln verabschieden wir uns für heute, liebe Zuschauer, und ich hoffe, dass Ihnen der Blick hinter die Kulissen bei Trainer Andreas Löwe gefallen hat. Und wer weiß, vielleicht haben Sie ja jetzt auch den ein oder anderen neuen Wettfavoriten gefunden. Wir auf jeden Fall wünschen Ihnen toi 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 bei Ihren Wetten. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Stallcheck wieder einschalten. Bis dahin machen Sie es gut und wir sehen uns bei pferdewetten.de TV.